Moin und herzlich willkommen zu Frostpunk 2. Ich werde hier einfach mal in den Story-Modus reingehen, im Prolog quasi spielen. Das sollte ja mehr oder weniger dann das Tutorial sein, denke ich mal. Und ja, ich habe bisher noch gar nicht in dieses Spiel reingeschaut. Nehme aber an, dass es genauso schwer ist wie der erste Teil. Ich würde aber generell trotzdem auch hier die Schwierigkeit auf Offizier hochsetzen. Ich weiß nicht, ob Bürger nicht nachher wieder zu einfach ist. Ich weiß es nicht. Genau, wir starten einfach im Modus Offizier. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. Moment, was ist das? Nein, das lassen wir erstmal weg. genau, wir gehen einfach mal rein, schauen uns das Spiel an. So, da sind wir. Wir müssen überleben. Das ist korrekt. Grafikeinstellungen anzugucken, aber ich denke mal, das passt. Das sieht klasse aus. Kampf gegen die Kälte. Okay, das ist also der Dreadnought. Den gab es, glaube ich, auch im ersten Teil. Und dann müssen wir das Eis durchbrechen und an die Ölanhänger kommen. Das wird dann wohl das hier sein. Das ist das Wrack. Hier haben wir einen Ölanhänger. Hier haben wir auch einen Ölanhänger. Das ist scheinbar nichts. Das ist ein Bauanhänger. Kamerasteuerung. Was haben wir hier? Wartungswagen.
Okay, was sollen wir machen? Wir sollen das Eis zerbrechen. Das ist hier. Bezirke bauen, das ist ein Tutorial. Das machen wir, glaube ich, noch nicht. Lass mal Eis. Also das T soll man drücken, um das zu verstehen. Okay, ich muss an das Ding ran. Ich kann die Dinger hier scheinbar zerbrechen. 1 von 8. Das sind da auch noch hinzugehen, ich weiß es nicht. Ich befreie mal den Dreadnought ein bisschen weiter. Dann gehen wir nochmal dahin. Jo, da wird das Eis zerbrochen. Gleitet da etwas unter dem Schnee? Also aus dem Schnee wehen. Alles klar. Das sah erst so aus, als wenn da unter irgendwas langkleidet. Ich glaube, ich sehe zu viele Horrorfilme oder so. Keine Ahnung. So, dann den Ofen einschalten. Können wir das schon? Kein Treibstoff. Ist freigelegt, oder? Und baue einen Förderbezirk. Förderbezirk. Der muss 3 groß sein. Dann machen wir das mal so. Defizit. Brauche 60. Okay. Tutorials. Kann ich mir mal angucken, wie das aussieht. Kamerasteuerung. Das habe ich schon gemacht. Die will ich mir jetzt erstmal nicht alle merken. Schrottteile. Ich habe keine Lust, das jetzt durchzulesen. Probier erstmal aus, was daneben geht. Hab ich Pech? Ah, ich sehe da gerade was. Also, wenn ich hier rüber gehe, ich keine Ahnung habe, ob denn im Kreis auch nochmal was passiert. Machen wir das mal so. Das nicht auch. Ja. Das macht mehr Sinn. Gut, was haben wir hier? Öl. Okay, der Dreadnought wird Öl in Wärme umwandeln. Ist gut. Ach, schade, näher kann man da leider nicht ran. Sind reingezoomt. Der Generator an. Okay, der Ofen läuft. Wir haben genug Öl, um den aktuellen Bedarf zu decken. Anhängerwrack. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich das Gleiche machen müssen, ne?
Wir müssen Eis brechen. Machen wir mal bis da. Na komm, machen wir es einmal drumherum. Dann zwei Wohnbezirke bauen. Okay, hier gibt es natürlich Wärme. Da nicht. Und der Bezirk muss 6 groß sein. Ich würde es ja schon irgendwie gerne da drum herum machen. Ne? Schon, ne? Dann sollte ich ja eigentlich noch einen zweiten bauen. Nicht genügend Zellen. Dafür werde ich dann wohl noch mal Eis brechen müssen. Kostet das irgendwas? Oder ist es einfach nur Zeit, was mich das kostet? Immer dasselbe. Was denn? Was kostet Eisbrechen? Hier steht's. Schrottteile. Das ist schon ein etwas größeres Stil, ne? Das letzte Mal in Frostpunk 1 hat man quasi einfach nur einzelne Gebäude gesetzt und nicht hier ganze Bezirke. Das war schon was anderes. So, das Ding ist gleich fertig. Dann müssen wir mal den wieder ein Förderbezirk. Er musste 3 groß sein. Wir gehen nur in die Richtung. Der immer so aussieht? Oder nur bei Öl? Sieht immer so aus. So, wenn die oben fertig sind, dann gucken wir mal. Okay, das. Oh, ich weiß nicht, ob die so gern daneben wohnen, ne? Sehr warm. Und schlau ist es wahrscheinlich nicht. Wir machen es trotzdem. Hauptsache warm.
Arbeitskräfte. Ja, 116 Wochen noch. Ja, gut, da ist natürlich noch ein Öl-Anhänger. Ich weiß nicht, ob es auch irgendwo Ölquellen gibt in dem Spiel. In meinem Prolog wahrscheinlich nicht. Noch ein Bauanhänger. Da ist noch ein Ölanhänger. Was? Ja. Eine Robbenkolonie für Nahrung scheinbar. Oder? Ja, ne? Ja. Also das Ding ist auch fertig. Gucken, ob die sich dann eben wohlfühlen. Okay. Nahrung. Eis aufbrechen zu fruchtbarer. Gott, das ist so weit weg. Jetzt ist er nur hier unten. Aber ich kann. Ah ja, von dort aus geht's. Alles klar. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung. Wie groß da jetzt das Feld sein muss. Nahrungsmittelbezirk. Da muss auch 3 groß sein. Würde ich vielleicht sogar nochmal hier gehen wollen. Vielleicht hätte ich gleich mich weiter durcharbeiten sollen. Keine Ahnung. Muss ja mal ein bisschen beschleunigen. Okay. Wir brauchen also mehr Nahrung, wie es aussieht. 40.000 Nahrung. So, wie verhält sich das jetzt hier?
produzieren, ist aber schwer zu sehen, das Blaue. Die produzieren 45 Lebensmittel, brauchen dafür aber 30 Wärme. 20 Material. Es kann also sein, dass wenn wir hier noch einen von bauen, dass uns dann irgendeine andere Materialie ausgibt. Vielleicht. Beispiel Öl, aber das haben wir schon freigelegt, oder? Oder ist das noch nicht freigelegt? Ne, das ist noch nicht freigelegt. Okay. Jetzt aber gleich. Lässt Sand durch seine Hände rieseln. Glaube ich. Ich weiß nicht, Gürtel enger schnallen zu der Unzufriedenheit, Unfallschichten, das auch noch. Unzufriedenheit, aber. Ja. Brauchen wir halt auch die Nahrung, ne? Bräuchte ich 189 Wochen. So viel Zeit habe ich nicht. Menschen sind bereit, sich zu opfern, um Nahrungsmittelverbrauch
zu verringern? Nee. Weil wir natürlich 5 Leute zu viel haben. Die Frage ist, wie kann ich denn... Die Frage war, wie ich jetzt hier zum Beispiel den Gürtel enger schnellen kann, aber das ist halt hier unten. Robben! Ganz genau, deswegen will ich halt auch da runter. Ah, dieses. Das muss nicht nochmal anklingen muss hier. Fertig. Das heißt, wir können hier nochmal Nahrungsmittel was holen. Und dann haben wir keine Arbeitskräfte mehr. Sind fast erschöpft. Das ist natürlich schlecht. Das sind aber die, die ich glaube ich hier drüben auch nochmal genommen habe. Ne? Das fördert Materialien. Das fördert Fertigbauteile. Nö. Das Ding da bräuchte ich. Nummer 4072. Mal gucken, was das hier noch bringt, aber dann habe ich glaube ich alle Bereiche. Ne, hier gibt es noch einen, wenn. Das ist schon wieder getan. Rohstoffe mehr. Okay, ein geheimnisvolles Symbol, das Erbe des Captains. Ein Mitglied unseres Eisbrecher-Teams hat die gefrorenen Überreste eines Mannes in zerfledderter Uniform gefunden. Auf seinen Schulterabzeichen steht Neu-London Spähtrupp, dritter Zug. Und er trägt ein seltsames Abzeichen. Ein paar unserer Ältesten behaupten, es gehöre zu einer Militärorganisation. Andere meinen, es wäre etwas Religiöses. Vielleicht hast du bereits von diesem Neu-London gehört und kannst die Diskussion beenden. Ja, Neu-London... Hat man Neu-London?
ersten Teil gebaut oder war das eine andere Stadt? Ich weiß es nicht mehr. Wenn es meine war, haben wir uns ja Ordnung hingegeben. Das war eine Diktatur. Das sage ich aber keinem. So, wir sind durch da oben. Dann müsste ich unbedingt das hier mal freilegen. Freigelegt. Okay, der Wärmebedarf steigt. Ist, dann sind wir in 32 Wochen bereit und 41 Wochen kommt erst der Sturm. Ich will den eigentlich mal nicht hochbauen. So, dann kann ich aber kein Eis mehr wegmachen. Wir sind zumindest ein Nahrungsvorzentrum. Zentren bauen. Ach, guck mal. Da gibt es noch was anderes. Okay, wenn ich das Ding jetzt beispielsweise da hinsetze, dann spart mich das dort Leute. Fertigungsteilen. Zwei Krankmeldungen. So, die Ölstellen habe ich jetzt aber alle, oder? Meine Nahrungsquelle noch nicht. Und das Ding hier noch nicht, aber ansonsten... Jo.
können ja mal eine Zeit lang übertakten. Muss aber schon so ein bisschen im Auge behalten. Der Schneesturm ist nah, ein Opfer. Eigentlich stand da doch, dass wir rechtzeitig fertig sind. In 22 Wochen oder 23 Wochen irgendwie so und in 34 oder so kommt erst der Sturm. Bis dahin sollten wir es eigentlich zusammen haben. Wir werden weder die Älteren opfern, noch werden wir alle Robben töten. Also vielleicht kann man ja die Population dadurch aufrechterhalten. Wer weiß das schon? Hauptsache, das bleibt so. Es werden nicht mehr Arbeitskräfte krank. Das ist ja. Das dauert ja ewig, bis da was passiert. Wieder zwei Kranke. Unterschied, okay. Ich mach mal schneller. Immer noch bei 11 Wochen. Jetzt sind wir plötzlich voll. Aber warum sind wir voll? Fertig, wir konnten bloß nichts mehr lagern. Oh wei, oh wei, oh wei. Die Nahrungsmittel gehen trotzdem zur Neige. Produktionszentren. Hier gibt es auch nichts mehr. Wir beschleunigen. 3, 2, 1. Stopp, stopp, stopp. Generator. Thank you.
bisschen runterfahren. Okay. Also ich habe den gerade ein bisschen Schrott geschenkt, um das Vertrauen zu steigern. Okay, wir haben jetzt genügend Nahrungsvorräte angelegt. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass der jetzt schon so weit hochgeheizt war. Einen Schneesturm. Das tun wir. Bis jetzt musste ich noch keine schwerwiegenden Entscheidungen treffen. Also schon die Entscheidungen treffen, aber ohne schwerwiegende Konsequenzen. Okay, hier gibt es keine Nahrungsmittel mehr. Das ist schlecht. Es gibt uns die Möglichkeit, hier einmal ein bisschen auszubauen. Irgendwie die Behausung erhöhen können, ich glaube nicht. Ne? Nur mit einem weiteren Wohnbezirk. Jetzt gehen mir natürlich die 5 Leute drauf. Also 5 sind es ja nicht, keine Ahnung. 5 Gemeinschaften. Die werden wir jetzt drauf gehen. Da kann ich gar nicht gegen anheizen, also brauche ich gar nicht erst den Ofen hochfeuern. Ach, gucke mal an. Allen Widrigkeiten zum Trotz. Das Überleben der Nomaden. Wir haben überlebt. Jochen.
So, die Kohle wird knapp. Aber nicht nur das. Jetzt wird auch langsam die Zeit knapp. Wir haben jetzt 46 Minuten rum. Und ich würde sagen, dass wir das Ganze hier dann einmal kurz stoppen. Und ein anderes Mal weitermachen. Ja, wenn ihr mögt, könnt ihr gerne wieder einschalten. Ich werde es wieder hochladen. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Und ja, Tipps sind auch gerne gesehen. Nicht unbedingt Spoiler, aber Tipps. Und ja, ansonsten würde ich mich halt so nach und nach mal durch dieses Spiel hier durchwurschteln. Ja, es wird wahrscheinlich ein Weilchen dauern, zumal ich ja noch ein paar andere Projekte habe und mal ganz davon abgesehen, ja, auch noch einen Fulltime-Job, der auch noch nebenbei gemacht werden muss. Und ja, von daher wird es ein bisschen dauern, wahrscheinlich auch mit den Videos hier. Aber ich werde dranbleiben. Frostpunk 1 hat mich schon fasziniert. Frostpunk 2 ist natürlich ein bisschen was anderes. Aber auch das finde ich spannend, das Setting finde ich spannend. Grafisch ist natürlich sowieso toll. Und ja, ich bin gespannt auf die Herausforderungen und die ganzen schwerwiegenden Entscheidungen, die man hier eben noch treffen muss. Und was es hier noch so alles zu entdecken gibt. Genau, wenn ihr mögt, schaut gerne wieder rein. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr das Video mögt. Dislike natürlich auch, wenn es nicht gefallen hat. Es hilft trotzdem. Und ja, ansonsten auch gerne ein Abo dalassen, falls noch nicht geschehen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.